empfehlen zu grätschen hier. Das ist ein Kunstrasenplatz. Wenn ihr dann doch grätscht, wisst ihr warum. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Es war eigentlich eine Kneipenidee, weil ich gehört habe, dass Johanna Fußball spielt, und dann haben wir, lass uns doch ein Turnier machen. Und zwar ein Kunstfußballturnier oder ein Künstlerfußballturnier. Und ich mache eine Kunstzeitschrift, Johanna ist in der Kunstgalerie. Und dann haben wir nur noch einen Platz gebraucht. Und tollerweise hat hier uns Berolina den Platz zur Verfügung gestellt. Das der teuerste Fußballplatz Europas in Berlin-Mitte, weil hier alle Investoren immer hinwollen. Aber die Stadt hat hier eine Bestandsgarantie gegeben für die nächsten 11 Jahre, und das muss man unterstützen. Und ja, voller Erfolg, würde ich sagen. Wir sind ganz stolz, dass wir wirklich 6 tolle Teams zusammengekriegt haben. Also wirklich 2 Galerieteams, also Schmidt Magers und Eigen und Art. Dann die Monopol, die das ja also durch Holger Liebs auch mitorganisiert hat. Und dann haben wir eine komplette Künstlermannschaft gefunden, eine gemischt aus Künstlern, Schinkelpavillon, Studio, Carsten Nicolai. Und dann eben noch das Autoren-Nationalmannschaftsteam, das hier auch trainiert, was natürlich auch irgendwie praktisch ist. Bist du mit deinen sportlichen Leistungen zufrieden? Fast zufrieden, wir sind ja nur Zweiter geworden, und ja, ich stand ja in der Verteidigung. Und da ist dann eine sehr gute Spielerin an mir vorbeigezogen und hat 2 ganz wunderbare Tore gemacht. Und das sei denen natürlich auch gegönnt, und ich finde natürlich, das war mir ganz wichtig, dass das Spiel oder die Mannschaft eine Frauenquote haben. Das war mir sehr wichtig, also mindestens 2 Frauen mussten ins Team, und da haben sich auch viele Galeriemitarbeiterinnen und viele Künstlerinnen bereit erklärt. Die Frauenquote wurde eingehalten, es stand immer mindestens eine Frau im Team auf dem Platz, und ja, ich glaube, das war irgendwie auch ganz, ganz schön noch. Super, vielen Dank. Ja, gerne. Ja.